Achso, da muss ich jetzt einfach mal wenden. Okay, dann mache ich das mal ganz schnell. So, jetzt ist die Verfolgungsmusik vorbei. Jetzt können wir mal wieder uns einen anderen Sender suchen. So. Ey, ich weiß, das Spiel, das erzählt sich doch selber hier. Da braucht man doch eigentlich gar nichts sagen. So, ich will aber einen anderen Sender. Nee, den will ich eigentlich auch nicht. Die Architektur der Brücke sieht schon mal ganz gut aus. Neben mir macht das Spiel aber Spaß. Auch wenn ich jetzt nur so ganz langsam und bedächtig vorankomme, macht irgendwie Laune, muss ich sagen. Also da kann man nicht meckern. So, anderen Sender bitte. Was, Gang? Die drängen mich hier einfach ab, das ist doch fies. So, da komme ich nicht durch. Okay, schade. So, jetzt will ich aber... So, genau, hupen, dass wir hier mal schön wegkommen. Ach, Herr Jemine. Was soll man dazu noch sagen? Außer, dass das Spiel halt läuft. Es läuft endlich. Nachdem man ja so lange in der Nacht daran herumgesessen hat. Das ist cool. Ein schöner altmodischer Fernseher als Werbeplakat. Genial gemacht. Das muss man den schon mal lassen. Dann müssen wir nämlich hier erstmal runterfahren wahrscheinlich. Ja, genau so sieht es aus. Was haben wir hier? L.A. Lakers oder was? Verschnitt? Junge, ihr könnt aber auch quasseln wie Frauen hier. Ich dachte, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch oder so. Naja, irgendwie ja nicht. Was, wer hat das gesagt? Ich habe nichts gehört und nichts gesehen vor allem. Ja, ich bin blind und nicht taub. So sagt es immer Illy dann. Achso, ich muss ja hier rum. Ja, den kann man wenigstens gut rumreißen. Eigentlich müsste man mal wirklich Verkehrssimulator GTA 5 spielen oder so. Mal gucken, wie lange ich dann für eine Strecke wirklich bräuchte. Aber ich meine, das käme ja dem realen Leben, was man hier simulieren könnte, gleich, ne? Das muss man auch schon mal dazu sagen. Ach, die Musik auch nicht. Hey, wie gesagt, ich gucke die Radiosender bald mal nach, damit ich da einen Überblick habe. Ah, warte mal, das ist doch cool. Ah. Aha, aha. California. Warte, dann haben wir hier noch was. Okay, irgendein Sender, ja. Aha. Irgendwas Gangster-Town, ja. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ich bin ja eh gleich da. Aha. Schön, irgendwas mit FM. Alles klar, können wir uns merken. Will ich jetzt aber nicht. Nee, will ich jetzt auch nicht. Weißt du, das ist genauso bei Radiosendern. Du schaltest durch. Also wie im realen Leben. Du schaltest durch und was passiert? Du hörst immer nur Gequassel. Anstatt Musik. Dann geht der ganze Radiosender irgendwie total verloren dabei. Das Lied kenne ich irgendwoher. War das bei Tony Hawk's Pro Skater 3 auch mit drin? Kann das sein? Ich glaube schon, oder? Doch, das war bei Tony Hawk's Pro Skater 3 mit drin. Radio Los Santos, aha. So, was haben wir denn hier? Nonstop Pop FM. So, Nonstop Pop FM, das müsste... Ja, Nonstop Pop, ne? Da wissen wir ja, was da abgeht bei diesen Radiosender. Gucken wir doch mal, was wir da so Schönes finden. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Yay, yeah, jetzt haben wir hier die Werkstatt. Mal gucken, was hier schönes steht. Fahr rein, um ein Fahrzeug zu reparieren, zu modifizieren und umzulackieren. Okay.
Das ist schon mal sehr schön. So, verpasst deinem Fahrzeug eine neue Lackierung und so. Ja gut, können wir machen. Achso, muss ich da jetzt sogar rein? Ich glaube schon, aber kann ich eigentlich mal auf die Schnelle schnell speichern? Das wäre zumindest mal ganz cool, wenn ich das könnte. Was ist das denn hier? So, Alter, schon gesehen, was dieser Weltraumaffen-Straßenkünstler in der ganzen Stadt veranstaltet hat? Abgefahrenes Zeug, Mann. Echt heftiges Zeug. Okay, gut zu wissen. Nee, den werde ich jetzt nicht anrufen. So, schön, da wissen wir das auch. Was haben wir denn hier noch? Noch eine neue Nachricht? Achso, die habe ich. Stretch kommt raus, Alter. Stretch! Er hat seine Zeit abgesessen. So, wir melden uns, Mann. Achso, das sind jetzt wahrscheinlich die Missionen, die ich dann annehmen könnte. Aber wahrscheinlich sollte ich erstmal hier in die Werkstatt fahren. So, erstmal das Handy hier schließen. So, den müssen wir ja eigentlich nur, sag ich mal, reparieren. Also, Fahrzeug reparieren, das ist ein BMW-Verschnitt, sehe ich gerade. So, habe ich den jetzt repariert und dann kann ich jetzt hier... Panzerung, okay. Traktion, Bremsen, Motor, Auspuff, Hupe. Okay, Patriotismus ohne Ende, aber können wir ja machen. Ja. Warte mal, warte mal. Pass auf, ich komponiere jetzt die Hymne. Oh shit, that's where it's at. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt einmal die amerikanische Hymne durch. Aber guck mal, ja, da oben sieht man sich. Ich habe 497.000 und so. Geil wäre es, hättest du so einen Umwandler, dass du irgendwie Tracks einbinden könntest und die als Hupen-Sound machen könntest. Oh, Mama ain't gonna recognize this bitch. Alter, also brauche ich jetzt nichts sagen, ne? Oh shit, that's where it's at. Also in irgendeiner Folge werden wir mal Pimp My Ride machen. Geil. Na gut, das brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht. So, ich brauche hier auf jeden Fall erstmal nichts weiter. Wir haben es repariert, das soll schon mal reichen. Also wir wissen auf jeden Fall, in den Werkstätten können wir Pimp My Ride machen. So, und dann wollen wir mal wieder zurück zu Michelles Haus. Gut. Warte. Nee, hier lang. Es ist ja auf jeden Fall repariert und die Yacht... Werden wir die jemals wiederbekommen? Das ist die gute Frage. So, was sagen die denn gerade hier? Aha. So, erstmal durch hier. Aber ich muss sagen, also mit dem Xbox 360 Gamepad spielt sich das Ganze viel, viel geschmeidiger. Ja gut, die Musik im Hintergrund, da müssen wir jetzt halt aufpassen, aber
Gut, sie ist halt Bestandteil des Spiels. Wir werden das irgendwie gebacken kriegen. Ist aber egal, es geht mir hier um das Spiel und um den Spaß. Achso, hier hätte ich reingemusst. Ja, wenden in einem Zug, ich kann's. Oh, sieht das geil aus, Leute? Sieht das mal geil aus? Sieht das mal genial aus? Also ich meine, was will man da noch? Eine Sunset-Tour. Natürlich, wir machen hier mal eine schöne Sunset-Tour. So, hier komme ich zwischen, danke. So, weg da. Ich brauche Platz. Die Frage ist eigentlich, kann man hier auch Krankenwagen-Missionen und so einen Spaß erledigen und Taxi-Missionen? Wie in zum Beispiel Vice City? Da hat mir das zum Beispiel richtig gut gefallen. Ich habe ja Vice City damals komplett durchgespielt. Und es war schon sehr, sehr unterhaltsam. Das muss man schon mal dazu sagen. So, erstmal hier wieder durch, um dann bald wieder zu Hause anzukommen. Ja, wie gesagt, ich gewöhne mich langsam an die Fahrweise wieder. Mein alter Skill kommt zurück. Das ist schön, oder? So, erstmal hier durch. Fast ohne Berührung. So, dann müssen wir hier einfach rein. Hey, guck mal. Ein Moped vor unserer Tür. Sehen wir auch gerne. Steht das hier eigentlich immer dann rum? Oder liegt das dann wie Stroh da? Ich weiß es nicht. Play darts or get our drink on? Strip clubs? Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Jo, so sieht es aus. Vater und Sohn. Haben wir das auch schon mal abgeklärt? Dann gucken wir uns das doch mal hier an. 75% reicht vollkommen. Dann glotzen wir mal auf unser Telefongelöt hier. Wenn ich immer nur die Tasten mal wüsste. Ja, Garagen können jetzt erworben werden. Sehr schön. Ich will da nur dieses Handy aufrufen. Meine Güte, ist denn das so schwierig? So, Jimmy. Yo, F, Moment. Ich hab dich bei, ich hab dich bei Life in Raider eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Kannst, mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit, dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann. Aha. So, wollen wir anrufen? Ich könnte anrufen, ja. Das könnte ich tun, aber ich könnte es auch sein lassen. Indem ich hier einfach mal, das Menü verlasse. Mir ein Auto borge und dann, zu ihm nach Hause fahre. Das wäre zumindest meine Idee. Aber unter Brüdern tauscht man doch mal Autos aus, ne? Ich will mir das gar nicht klauen. Achso, wo fährst du damit hin? Das ist ja cool, die fährt einfach weg. Tja, auch nicht schlecht. Geniale Sache. Schön, dass sowas hier auch passiert in dieser Welt. So, da haben wir das auch schon mal gesehen. Ich steig hier mal auf und... Yay, es wird immer dunkler. Ist es hier eigentlich noch dieser... nee, das ist der nicht. Na komm, ich würde doch hier, diesen... Irgendwo hatte ich doch hier diesen Sender mit, Rebel, nee, Channel, Radio Los Santos. Nein. Falsch, so. Also, schiebst du mich hier einfach weg, oder was? Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Ach ja, gut, kann passieren. Ich hatte ja irgendwie keine andere Wahl, oder? Ich meine, ich musste ja irgendwie was machen. Deswegen leider keine andere Wahl gehabt, aber so passiert das nun mal. Das kann ja mal vorkommen. So. Ich fahre jetzt erstmal hier nach Hause. Das ist erstmal das Beste, was ich überhaupt tun kann. Ja, warte mal, hier passiert noch was. Ja, schön, dass es hier aufploppt. Was ist das denn? Wenn du... Warte mal, wenn du die Türen weg...
Warte mal, ich hab da so eine Idee. Ich hab da nur mal so eine kleine Idee. Ach so, das klappt irgendwie so nicht. Naja, ist ja auch egal. Muss man ja jetzt auch nicht machen. Ich meine, ich habe erstmal genug Kohle. So, na Lady? Willst du mit? Ja, wollen wir oder wollen... Ach komm, lassen wir links liegen. Ich will erstmal woanders hin, nämlich nach Hause abspeichern. Und dann können wir ja weiter gucken. Nee, brauchen wir nicht. Also, weg hier. Ich will nach Hause, ich will abspeichern. Obwohl, kann ich das hier jetzt nicht auch machen? Schnellspeichern, natürlich. Ich will schnell speichern. Hier. So, zack. Dann kann ich nämlich endlich mal die Aufnahmesession beenden, die ich hier schon seit fast 2 Stunden mache. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession, wenn ich wieder Bock habe, hier aufzunehmen und wenn ich dann die Parts zurechtgeschnitten habe. Und deswegen hoffe ich, euch hat es gefallen. Für eure Unterstützung danke ich euch allen und deswegen sage ich, ja, für eure Unterstützung danke ich euch allen. Nee, das habe ich doch schon gesagt. Ach, ich bin verwirrt. Also deswegen sage ich, irgendwann halt sieht man sich, ne? Tschüss! Steht bei Tantchens Hütte. Moment, das rufen. Da rufen wir nochmal an hier. Wird gewählt. This your boy LD. Long dead. Holla at me. Hi, I'm Sue Murray and I want to be. Achso, okay. Ja, weißt du, schreibt uns eine Nachricht und geht nicht ran. Na toll. Jetzt bin ich sackig. Jetzt stelle ich mich hier hin, blockiere den Verkehr und sage halt bis dann. Also, tschüss.